Willkommen zurück bei Sweaty Bros, deinem Fitnessstelle mit der extra Portion Emotion. Was? Ganz genau, Emotion. Denn auch Bros brauchen eine Schulter zum Anlehnen. Und was gibt's da Besseres als eine lecker trainierte, stabile Schulter? Und deswegen gibt's heute ein bisschen Terminator mit dem Arnold Press. Arme nach vorne, Unterarm im rechten Winkel, Handfläche nach innen und dann hoch damit. Und währenddessen dreht ihr die Hände nach innen, aber nicht zu weit, weil sonst belastet ihr das Schultergelenk falsch und das kann beim Kuscheln nachher wehtun. Und denkt daran, reißt euch nicht gleich von Anfang an den Arsch auf, sondern fangt klein an. Achtet auf die Form und denkt immer daran, ein guter Spotter gibt euch emotionale Unterstützung, yeah! 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 Emma, hab ich dir erzählt, dass ich Pio das Video gezeigt habe? Digga, die hat so geholfen. Bist du stolz darauf? Nein, Mann. Ich hab's zuerst gar nicht bemerkt. Als ich's gesehen habe, es hat schon richtig viel getan. Ich sag dir mal was. Wärst du nicht im Training, dann würde ich sagen, bringt es doch endlich hinter euch. Was denn? Du weißt ganz genau, was ich meine. Beischlaf, Koitus, Geschlechtsverkehr. Was laberst du, Digga? Sag doch einfach. Psst. Und deswegen sage ich es dir jetzt zum letzten Mal. Vergiss die Kleine und konzentrier dich auf deinen Traum. Aber. Psst. Aber. Psst. Wir gehen jetzt erstmal schön duschen. Vollmaschine. Deine Situation schmerzt uns mehr als dich, glaub mir. Ja, klar. Wir müssen das doch nicht jedes Mal neu diskutieren. Du weißt ganz genau, was für Wellen es geschlagen hat, als das plötzlich im Internet gelandet ist. Du musst einfach mal Verantwortung übernehmen, Pia. Toll. Vielen Dank für den Tritt ins kalte Wasser. Kaltes Wasser. Wir haben einen Deal. Sobald du die Zwischenprüfung bestehst, kannst du jederzeit in der Kanzlei anfangen. Du, Papa, ich weiß nicht, ob Jura so wirklich das Richtige für mich ist. Wie oft denn noch? Du brauchst einfach ein ordentliches Standbein und ich weiß nicht, wie oft ich dir das Papa, sagen, ich muss ja jetzt echt rangehen, ja? Wir reden später nochmal, okay? Auf, Pia. Ciao. Pia! Fischereihafen-Restaurant, hallo? Ja. Mhm, klar. Kein Problem. Ungefähr so 30 Minuten. Wiederhören. Hi. Hey. Was denn? Deine Haare. Sehen gut aus. Bisschen praller als letztes Mal? Ja. Ja. Digga! Hey, mal ganz ehrlich, Bro, wieso bringt ihr es nicht hinter euch? Was laberst du? Hör auf zu rappen, Digga. Ihr wollt es doch beide. Digga, ich hab gar keine Ahnung, wovon du redest, Mann. Eigentlich träum ich davon schon die ganze Zeit. Kasim, ich will, dass du mich endlich hier von der Vollmaschine richtig werden. Und wenn du mich und gefunden hast, will ich, dass du in deinen Haken ganz tief rein. Und zwar so, dass ich ihn an meinen. Ich würde es machen. Was machen? Hey! Klappe zu, Lauscher auf. Unser Gast von gestern hat uns in den höchsten Tönen gelobt. Macht euch also ab heute auf ein paar Bestellungen mehr gefasst, okay? Und heute will ich von euch Höchstleistung sehen. Kriegen wir das hin? Über den Wind können wir nicht bestimmen. Aber wir können die Segel richten. Erst der Sturm ist die wahre Seemannstaufe. Und Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Kapiert? Also, geht schon los. Ran an die Flundern. Sagen wir mal, Scholle? Ah, ja, genau. Hey, warte mal. Ich kenn dich doch. Hey, du bist die K.O.-Maschine.
Ich bin die Vollmaschine. Ah, so wie der Terminator, oder was? Nein, Mann, du bist der Terminator. Ich hab deinen Knockout in München gesehen. Ein Fan, ne? Digga, zu knusprig, richtig BAM! Hey, warte mal. Hey. Zeig mal, was du drauf hast, Mann. Bist du sicher? Ja, normal. Geht schon ziemlich hart zu. Ach, geht ab. Okay. Come on, man. Ein bisschen härter geht schon, Mann. Noch härter? Ja, Mann. Ey, ich bin nicht aus Zucker, okay? Gib mal richtig Vollgas. Ganz sicher? Ja, Mann. Wenn du willst. Bereit? Ja. Oh, shit. Alles gut? Voll so. Yerp, good job, man. Why is that? So, I heard about your contract and I thought, why not support my bro in Germany? So there's this journalist. She's gonna write a story on your success pretty soon. What? American football coming to Europe? That's headline stuff. And you're smack dab in the center of it. I thought I'd tell you real quick, but you ain't here for me. Take care, brother. Vielleicht war es nur ein Dream, alles für mein Team. Aber Preseason Hustle gibt mir gerade Energie. Bin ein Young MVP. Vielleicht schaff ich's nach New Orleans. Und vielleicht war es nur ein Dream. Erfolg fällt, ist meine Eminem Show. Genug gestruggelt, Boys ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in einem Packers-Trikot. Trotzdem Young ist MVP, als wär ich Patty Mahomes.